Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Animal Crossing Happy Home Designer. Wie ihr seht, sind wir noch im Anfangsbildschirm. Weil ich dachte, ich warte auf euch weiter. Jetzt muss ich erstmal das Ding wieder in die Hand nehmen. Bitte und alle rein in die gute Stube. War das nicht so, dass wir jetzt... Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß wieder, was es los war. Ah, guten Morgen, Maike. Ich habe schon auf dich gewartet. Dann lass uns doch gleich zur Einweihung 2 aufbrechen. Genau, weil wir doch beim letzten Mal die Schule gemacht haben. Guten Tag alle zusammen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um an dieser kleinen Feierlichkeit teilzunehmen. Beginnen wir die Einweihungsfeier für unsere erste öffentliche Schule. Klatsch, 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 klatsch. Vielen Dank für den Applaus. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Melinda. Ich bin im Stadtamt für die Entwicklung unseres kleinen Städtchens verantwortlich. Bei dieser Tätigkeit kann ich jederzeit auf die freundliche Unterstützung durch Immunok zählen. Deshalb seht ihr neben mir auch die Architektin, die bei Immunok für den Einrichtungsbau zuständig ist. Bitte begrüßt mit mir die überaus talentierte Maike. Ah, ich werde ganz rot. Maike, möchtest du auch ein paar Worte an die Stadtbewohner richten? Okay, wir können uns jetzt aussuchen. Alles Gute zur Eröffnung. Hurra zum Bauabschluss. Alles Gute zur Eröffnung. Das dritte war so ein bisschen so... Vielen Dank, Maike. Das hast du schön gesagt. Leider neigt sich unsere Feier nun schon ihrem Ende zu. Eine kleine Überraschung haben wir aber noch. Die Tröten. Auf die Eröffnung unseres sehnlichst herbeigewünschten Schule. Möge unsere Schule... unsere Stadt schön weiterwachsen. Ich habe Schule weiterwachsen. Achtung, fertig, boom! Damit ist unsere Eröffnungsfeier beendet. Danke für euer Kommen und bis bald. Das war jetzt aber eine kurze Feier. Die ging ja nicht mal 3 Minuten. Das lief doch gut, nicht wahr, Maike? Sicher möchtest du dein Werk auch begutachten. Schauen wir uns die Schule doch mal an. Rein und nachsitzen. 6 Sätzen. Oh, da ist so ein Strauß und 2 Frösche und so ein Gothic-Schaf. Und der Strauß pennt. Ach, wie schön, was für ein Unterschied es doch macht, wenn das Gebäude voller Leute ist. Je weiter wir diese Stadt entwickeln, desto mehr Einwohner ziehen ein. Sicher hält unsere Schule dann auch einigen Zulauf. Ach ja, noch etwas. Du kannst alle Leute, die sich in einer Einrichtung aufhalten, unter dem Kartensymbol auf den Touchscreen sehen. Dann kannst du die Einrichtung auch auf verschiedenen Rollen. Außerdem kannst du hier überall neue Einwohner einladen. Probier verschiedene Einstellungen aus und lass dich überraschen. Ich muss mich leider schon verabschieden. Mich erwartet ein großer Stapel Formulare. Unser nächstes Projekt will schließlich auch geplant werden, nicht wahr? Schau dich ruhig weiter um, falls du noch mehr Zeit hast. Viel Spaß dabei. Bis bald. So. Oh, wir haben eine Miezekatze. Was haben wir hier? Du kannst Bilder, die von... Okay, das wollte ich jetzt nicht. Zurück. Okay, das wollte ich aber doch nicht. Ja, das hat jetzt nicht funktioniert, ich weiß. Hier ist das Büchlein, die wir ja schon haben. Ach, da könnt ihr mal sehen, die haben wir schon alle gemacht hier. Schule. Okay, na gut. Das fand ich jetzt nicht so cool. So, du kannst einmal unterschiedliche Rollen in den Eier weiter. Indem du die Karte eines Einwohners auf einen entsprechenden Rollfeld ziehst, kannst du seine Rolle. Okay. Ja. Ich finde, dass manche Charaktere keine Rollen zugewiesen werden können. Ich weiß nicht, ich finde, Isabella sieht mehr aus wie so ein Lehrer. Genau. Okay. Kann man noch irgendwas machen? Achso, ich dachte, ich könnte jetzt hier. Gut.
Dann ist jetzt Isabella die Lehrerin. Ich weiß nicht, die sieht mehr wie eine Lehrerin aus, oder? Ich weiß, dass du dich nicht gemeldet hast, aber weißt du die Antwort trotzdem? Hühnchen? Okay. Du kleine Rebellin, im Unterricht quatschen ist doch verboten. Gefällt mir. Knuffi? Was sagt die Miezekatze? Wenn ich ganz angestrengt in mein Buch gucke, komm ich bestimmt nicht dran. Oh, Georg hat eine Brille auf. Puh, ich würde alles viel besser verstehen, wenn es mir Beispiele mit Essen gäbe. Was bist du denn für ein verfressener Sack? Das finde ich ja nicht okay. Ah, oh, guck mal, wir haben hier Bienchen. Es wäre wirklich prima, wenn es noch weitere Lehen in der Gegend ansiedeln würden. Puh. Sieht aus, als wäre hier noch Platz für das ein oder andere Fitnessstudio. Quack. Okay, ich werde den nicht mehr anreden, ey. Gehen wir mal wieder rein. Rein mit dir! Ah, willkommen zurück. Wie war die Feier? Endlich kommt die Stadtentwicklung. Ich bin ganz außer mir. Vor Aufregung. Melinda hat angerufen und gesagt, dass es jetzt sehr viel leichter ist, eine Baugenehmigung zu bekommen. Maika, von nun an werden wir sehr beschäftigt sein. Was heißt denn hier wir? Ich mach doch die ganze Arbeit und ihr macht gar nichts. Entschuldigung. Hörst du? Willkommen! Hallo, ich würde gerne eines der Grundstücke kaufen, die draußen am Infobrett beworben werden. Oh, verstehe. Dann nimm doch dort bitte Platz. Maika, komm doch bitte. Ach, komm doch bitte mit und informier die Kunden ausführlich über das weitere Vorgehen. Verstehe, du möchtest deine Kinder später einmal auf die neue Schule schicken. Dann bist du ja genau im richtigen Büro gelandet, Carola. Unsere Maika, die sich um deinen Auftrag kümmert, hat das Design der Schule gestaltet. Oh, wirklich? Es freut mich sehr, dass sich eine solch ausgewiesene Expertin um mein Haus kümmert. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Na, solchen Lob hört man nicht alle Tage, oder Maika? Also, Carola, ich weiß zwar, dass du ein Grundstück kaufen willst, aber wie genau soll das Haus aussehen? Ich habe eigentlich keine besonderen Vorstellungen, daher würde ich die Details gern euch überlassen. Aber wenn Kinder im Haus sind, sollte es im Garten Spielzeug geben, wie auf einem Spielplatz. Okay, was meinst du, Maika? Wäre das möglich? Pocken wir's an. Kriegen wir hin. Vielen Dank. Jetzt brauche ich nur noch das Grundstück, auf dem du mit Haus und Garten eingerichtet hast. Genau, Maika, schlag Carola doch bitte einen Garten. Ich habe hier eine Karte aller verfügbaren Grundstücke. Wie lehnt's aus? Das ist die Karte? Nein? Das hat nicht mal einen Garten. Ah. Wer hat nur denn hier was? Nee. Ist auch nicht. Da auch nicht. Wo ist denn hier ein Grundstück? Ja, komm, wir lassen ihn direkt an den Dings sitzen, ey. Versuchen wir es mal. Oh, was für eine fantastische Lage. Ja, dort wird es uns sicher gefallen. Wunderbar, wunderbar. Die weitere Planung, Maika, dann direkt beim Grundstück vor. Also, Maika, jetzt liegt alles in deinem fähigen Händen. Allerdings geht es diesmal nicht nur um einen. Diesmal musst du dich auch um die Gestaltung von Haus und Garten kümmern. Aber das ist auch nicht viel anders als die Planung der Inneneinrichtung. Also bloß keinen Scheu. Die haben voll viel Vertrauen. Die hat das mal mit uns üben können. Aber wir kriegen das hin. Ich weiß es. Das wird also unser neues Zuhause. Hier ist es noch viel schöner als auf den Fotos. Ich bin ja gespannt, wie verspielt Haus und Garten wohl werden.
Ach ja, ein paar Sachen, die ich gern behalten möchte, sind schon angeliefert worden. Ich hoffe, sie passen in einen ganz einheitlichen und innerlichen Kreis. Ich hab nicht mal einen. Okay, ich kann jetzt Gärten und Dingenskirchen und machen und... Jo. Was haben wir hier? Ah, so. Drücken wir es mal aufs Häuschen. Ach komm, die kriegt zum Maxi-Haus. So, Paul. Sie, also, das Gelb sieht einfach nur fies aus. Das, so, das sticht so in den Augen. Das finde ich nicht so cool. Das finde ich besser. Ein Steindach, wenn es denn runterfällt, haben die Kinder auch was von. Ja, das sieht schön aus. Eine Märchentür, Eisenbogentür. Was haben wir noch? Samurai-Tür und nochmal eine Eisentür. Massivtür. Der Zaun kriegt, oh, kriegt so ein Altbacken. Das ist gut. Jetzt ist okay. So viel, viel. Voilà. Wir könnten hier so eine schicke Hecke oder so machen. Komm, die kriegt Schnapfenbaum. Ah, da freut sie sich auch. Und direkt daneben kommt dann halt das Spielzeug hin. Was hätten wir noch? Das ist alles schon für drinnen. Aber gab es nicht auch sowas wie draußen? Ich weiß ganz genau, es gab da was für draußen. Genau, hier haben wir es doch. Tada. Noch ein fette Sandkasten hier. Und dann kriegt die Mutti. Die Mutti, Mutti, Mutti. Ich habe doch eben gerade noch so ein Blumenbeet gesehen. Genau. Kriegt sie noch so ein Blumenbeet hier hinten. Sieht doch voll schön aus. So. Und dann noch eine Schaukel. Dann kann die Mutti sich so ganz entspannt hier in der Ecke. Das machen wir weiter vor, so. Dann können die Kinder hier so spielen. Teppich geht auch. Yes. Komm, wir machen den mal größer, mal sehen, wie er denn aussieht. Versuchen wir es nochmal größer, mal sehen, was denn kommt. Ui. So, das geht doch. Sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. So. Das sieht doch schon mal fein aus. Ein Steinweg so direkt. Dahin. So, was haben wir hier? Kinderwagen, Kinderwagen, Kinderwagen. Wir gucken mal bei Suche, was da so Neues gibt. Das gefällt der Mutti bestimmt auch. Ja, das ist doch. Das Kinderbettchen können wir mal hier sehen. Haben die nicht irgendwas Neues an Tapete oder so? Ah, doch, hier, Spieltapete. Das ist der Spielteppich. Tada. Und dann freut sich die Mutti. Was haben wir noch? Irgend so ein kleinerer Dutch. Die will ja was kinderfreundlich. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch so einen Schaukelstuhl. Aber auch, finde ich, der kommt mal da hinten zur Seite. Die braucht auf jeden Fall eine Couch, wo sie sich hinsetzen kann. Was weiß ich, und einen kleinen Beistelltisch oder so. Weil, man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen, ne? Die Kinder, die ganze Zeit hier nur so am Rumtouren und machen und tun und... Ja, von dem war sie auch nicht so gut überzeugt. Was sagst du zu dem? Gut, den findest du auch. Das sieht auch ein bisschen zu fein aus, wie das Kinderzimmer. Bam, 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 bam. Kriegst halt den, meine Fresse. Scheint jetzt nicht so schlimm zu sein. Okay. Hat die noch anderes Spielzeug? Ist hier noch irgendwo anderes Spielzeug zu sehen?
Töpfchen. Okay. Alles für das Kind hier. Also, wenn sich Kinder da nicht wohlfühlen, dann weiß ich auch nicht. Kriegt noch einen Spielwagen. Wenn es so weitergeht, hat sie überhaupt keinen Platz mehr. Die gute Frau. Ja, das Bett können wir da so zur Seite stellen. Vielleicht finden wir noch so ein kleines Beistelltischchen. Oder eine Kommode. Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Beistelltischchen wäre auch schön. Minimaltischchen direkt neben dem Baby. Und dann kriegt das Baby noch. Ich habe doch hier Pflanzen gesehen. Genau. Und noch so hübsche Pflanzen. Dann freut sich das Kind auch. Auf jeden Fall haben wir alles das verbraten, was er wollte. Das kommt dahin. Das müssen wir doch mal so rumstellen. Das stellen wir mal da so hin. Und das kann da so hin. Und das hier so in der Mitte. Dann kriegt die noch so ein kleines Tischchen. Und zwar dann da, wo... Da freut sie sich. Und zwar da, wo hier ihr Bildchen drauf kommt. So. Und so. Sieht doch nicht schlecht aus. Haben wir noch irgendwas für die Wände? Weiß ich gar nicht. Komm, noch ein Topf mit Blumen. Blümchen sind immer gut für die Kinder. Dann nähren sie halt so Pflanzenkram. Mäßiges, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir haben auf jeden Fall den Garten gemacht. Wir haben... Also ich finde da schon ein Spielzeugparadies, ne? Kinderparadies. Oh, bist du fertig, Beutel? Jawohl. Toll, vielen Dank, Beutel. Yeah, abgedämmt. Das Kind hockt so. Oh, selbst das Kind, habt ihr das gesehen? Dann müsst ihr mal kurz zurückspulen oder so. Ah, selbst das Kind hatte die Arme hochgehabt. Kinderfreundliche Zukunft. Carola. Ah, da freut sie sich. Ich meine, dann haben wir was für die Mutti und für das Kind. Ne? Muss ja mal auch sein. Oh, da hat ein Schaukelschuh. Da freut sich selbst das Kind. Das Kind hat Lidschatten auf. Da müsste man echt auf die Augen achten. Das Kind hat Lidschatten. Ich glaub's nicht. Geht's auch raus? Oder guckt sich das nur drin an? Die guckt sich die ganze Zeit nur den Schaukelstuhl an. Ich fasse es nicht. Komm, geh raus in den Garten. Ich glaube, das war's schon. Nee, doch. Da ist der Garten. Na, da sitzt sie und dann hat sie ihren Apfelbaum. Es gibt aber Animal Crossing New Leaf ja diese 1A-Früchte. Da sehen dann die Früchte ein bisschen anders aus. Den Steinteppich. Da hat sie ein kleines Blumenbett. Ihre Rutsche, ein Sandkasten für das Kind. Voll der coole Garten eigentlich, was will sie? Sieht doch schön aus. Dun, 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 dun. Ein Apfelbaum. Das heißt, die Kinder sind auch immer mit Obst versorgt. Dun, dun, dun. Ach, die Musik, die ist so entspannt. Oder zum Einschlafen. Alles sieht ganz wundervoll aus. Vielen, vielen Dank für deine harte Arbeit, Beutel. Wie sagt Beutel? Ah, ich kann den Schüchternheit ausdrücken. Das Kind klatscht gar nicht. Das ist aber gemein. Ah, willkommen zurück. Erzähl schon, wie war es? Ist Carola zufrieden? Natürlich. Toll, wie man es von einem Immunuk-Talent erwarten kann. Jetzt kannst du nicht nur Inneneinrichtungen gestalten, sondern sogar schon ganze Häuser bauen. Solch beeindruckende Fähigkeiten sollten nicht brach liegen.
Sie hat eine Idee. Ich hab's. Anstatt nur passiv auf Kundenaufträge zu warten, such am besten aktiv nach Neukunden. In der Stadt nach Aufträgen zu fragen, Neukunden werben. Da gibt es so viel Potenzial. Weißt du was? Ich werde gleich einmal Onkel Fried fragen, was er von der Idee hält. Oh, wo ist er denn? Etwas schon weg? Nun, da sind wohl etwas die Pferde mit mir durchgegangen. Es ist aber auch schon wieder ganz spät, oder? Mach ruhig Schluss und schreib deinen Bericht. Bis morgen dann. Maika, heute warst du sicher sehr beschäftigt mit der Zeremonie für die Schule und allem. Lass es also die nächsten Tage ruhig etwas langsamer angehen. Aye, aye, Captain. Okay. Während ich hier den Bericht schreibe, sage ich auf jeden Fall schon mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Euch hat die Einweihungsfeier, auch wenn sie nur kurz war, gefallen von der Schule. Und ich hoffe, wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, bis denn und bye bye.